Du hast mir vertraut. Sag, liebst du mich, Petrus? O Herr. Ich frage dich, liebst du mich? Natürlich liebe ich dich, das weißt du doch. Liebst du mich mehr als alles andere? Dreimal hast du mich gefragt, Herr. Jawohl, dreimal. Genauso oft, wie ich dich verleugnet habe. Du weißt alles, Herr. Ich liebe dich mehr als mein Leben. Dann weide meine Schafe und beschütze sie in meinem Namen. Das ist deine Aufgabe. Ich habe versagt, Jesus. Ich habe dich enttäuscht. Deshalb habe ich dich auserwählt. Und ich habe dich nun wieder auserwählt. Aber wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich gekleidet und gingest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, so wirst du deine Hand ausstrecken. Und eine fremde Hand wird dich ankleiden und wird dich hinführen, wo du nicht hin willst. So möge es sein, Herr, so möge es sein. Folge mir. Ihr werdet Zeugnis ablegen für mich. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, in den entlegensten Winkeln der Erde. Und wie sollen wir das vollbringen, Jesus? Wie sollen wir Zeugnis ablegen? Bring mir deine Verwandten und dein Volk. Führe sie zu mir mit deinen Worten und Taten. Und bring sie zu mir auf dem Weg, auf dem du zu mir kamst. Du meinst das Wasser? Wie eine Taufe, ja. Geh hin und taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich werde bei euch sein, jeden Tag bis an das Ende aller Zeit.